Neuengland, 1692. Ein feindlich anmutendes Land. Für die Puritaner war Nordamerika Territorium des Teufels. Der Teufel ist in unserer Mitte. Ein übernatürlicher Feind. In der Bibel steht, Zauberinnen sollst du nicht leben lassen. Ich habe gesehen, wie die Kreatur am Finger einer anderen Hexe saugte. Was? Jemanden der Hexerei zu beschuldigen hieß, Macht über diesen zu erlangen. Wird Salem von den Hexen Satans heimgesucht? Oder vom Wahn? Ein korruptes Gericht. Es hieß, ein Geständnis solle mir das Leben retten. Und ein gnadenloser Richter. Er war von der Rechtsprechung überzeugt. Ihr Urteil? Schuldig. Die wahre Geschichte der Hexenjagd von Salem. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Oktober 1692. Die Einwohner der Massachusetts Bay Kolonie sind überzeugt, sie seien Opfer einer Hexenverschwörung. Und so eröffnet man die Jagd zur Ausrottung der Mächte des Bösen. In der kleinen Stadt Salem werden Hexenprozesse abgehalten. 20 Menschen werden hingerichtet und viele weitere kommen ins Gefängnis. Der Teufel hat eine furchtbare Horde bösartiger Kreaturen geködert, auf dass sie ihm zu seinen höllischen Diensten seien. Der Gouverneur hat den 29-jährigen Cotton Mather gebeten, einen Bericht über die Krise zu verfassen. Gegenstand dieses Berichts von unserer Heimsuchung sollen die von Hexen gestandenen Dinge sein und die von anderen erduldeten Dinge. Ihren Anfang nimmt die Geschichte 10 Monate zuvor. Rund 30 Kilometer nördlich von Boston, in einer kleinen Farmersiedlung. Salem Village ist ein freudloser Ort. Seine wütenden Bewohner streiten über Grundbesitz, Geld und Religion. Weiter gibt es Unstimmigkeiten über das Gehalt des Pfarrers, der in der neuen Kirche predigt. Reverend Samuel Paris, 39. Ein gescheiterter Geschäftsmann ist erst seit kurzem Pfarrer. Es gibt jene, die über die Sünde lachen, die sich einen Spaß daraus machen. Doch der Heilige Geist sagt uns, dass sie Narren sind. Die Sünde ist das Ausgespiene Satans, die Ausscheidung der Seele, das Schlimmste allen Übels, der Abschaum, der Überfluss des Übels. Paris hofft mit seinen wütenden Predigten, die Gemeinde zur Zahlung seines Gehalts treiben zu können. Er ahnt nicht, dass sein eigenes Heim den Auslöser einer Hexenjagd beherbergt. Januar 1692. Samuel Paris, Pastor der Kirche von Salem Village, hatte eine 9-jährige Tochter, Betty Paris, und eine etwa 11-jährige Nichte, Abigail Williams, welche bedauerlicherweise von Misslaunen unbekannter Art heimgesucht wurden. Gebissen und gezwickt von unsichtbaren Mächten krümmten sich ihre Arme, Hals und Rücken in diese und jene Richtung, wie es ihnen aus eigenem Willen unmöglich gewesen wäre. Manchmal konnten sie nichts essen, nicht schlafen oder sprechen und man rief einen Arzt herbei, so wie es damals üblich war. Wenn der Doktor sich keinen Reim darauf machen konnte, was häufig der Fall war, diagnostizierte er einfach Hexerei. Die Menschen in Neuengland im 17. Jahrhundert sind von der Existenz von Hexerei überzeugt. Die unsichtbare Welt, voller heimtückischer Erscheinungen und böswilliger Hexen, ist für die meisten Puritaner eine Tatsache. Hexen waren gemeine Menschen, die Flüche aussprachen und Schaden anrichteten. Verweigerte man ihren Willen, konnten sie zum Beispiel das Vieh verfluchen. Und 2 Wochen später wäre die wertvollste Ferse tot. Das war damals ein weit verbreiteter Glaube. Es war zum Teil Bestand des damaligen Rechtssystems. Und nicht nur eine Sünde, sondern auch ein Verbrechen. Auf Hexerei steht die Todesstrafe.
Wenige Jahre zuvor hat Cotton Mather ein Buch über Hexenzauber geschrieben, in dem er auch von den 4 Goodwin-Kindern berichtet, die laut Mather von unsichtbaren Hexen gequält wurden. Die Goodwin-Kinder beschuldigten eine Frau namens Goody Glover, sie verhext zu haben. Glover wurde vor Gericht gestellt. Sie sollte das Vaterunser aufsagen, behauptete aber nur Gälisch zu sprechen. Cotton Mather schreibt in seinem Buch, dass sie unfähig war, es korrekt nachzusprechen, gleich wie oft man es ihr vorsagte. Für ihn war das ein Zeichen, dass sie eine Hexe war. Es wurde allgemein angenommen, dass keine Hexe das Vaterunser korrekt aufsagen konnte. Goody Glover wird am 16. November 1688 in Boston wegen Hexerei gehängt. Hexerei hat ihre Wurzeln im Volksglauben. Schon seit Urzeiten gibt es Menschen, die davon überzeugt sind, dass Zaubersprüche reichere Erträge bringen und Tiere fruchtbarer machen, Krankheiten bekämpfen, die Zukunft voraussagen oder Feinde bestrafen können. Es gibt einen alten heidnischen Gott, der halb Mensch, halb Ziegenbock ist. Unter Hinzufügung der Flügel eines gefallenen Engels schaffen sich die Frühchristen daraus ihr Bild von Satan. Dieser paarhufige Teufel benötigt Diener, die seine Werke verrichten. Deshalb bedient er sich der Hexen, zumeist Frauen, gelegentlich auch Männer, und verlangt ihre unsterbliche Seele im Gegenzug für gewisse sexuelle Freuden oder irdische Gefälligkeiten. Der Handel wird dann in seinem Buch festgehalten, in dem die Hexe mit Blut unterzeichnet. Ab dem späten 15. Jahrhundert beginnen die verschiedenen christlichen Glaubensgemeinschaften und einige Staaten Europas eine konzentrierte Kampagne, um alle Überbleibsel des Heidentums auszurotten. Im Laufe der folgenden 150 Jahre werden über 50.000 Menschen auf brutale Weise getötet. Ende des 17. Jahrhunderts sind die schlimmsten der europäischen Hexenjagden vorüber. Die westliche Welt tritt in ein neues Zeitalter der Aufklärung und der Wissenschaft ein. Es ist eine Zeit großer Veränderungen und nicht jedermann ist darüber glücklich. Am wenigsten die Anhänger einer extrem konservativen religiösen Bewegung, des Puritanismus. Viele Puritaner siedeln ab 1630 in der Massachusetts Bay Kolonie. Sie wollen eine Stadt auf einem Hügel errichten, geführt nach strengen religiösen Prinzipien. Der Puritanismus war eine religiöse Bewegung, die im England des frühen 17. Jahrhunderts aufgekommen war. Ihr Ziel war es, die englische Kirche von den letzten Überresten des Katholizismus zu bereinigen. Diese Reinigung verlangte eine äußerst strenge Auslegung der Bibel. Die Bibel, die für das Denken der Puritaner so zentral war, lässt im Hinblick auf Hexerei keine Zweifel. Zauberinnen sollst du nicht leben lassen. Hexen, so der Glaube, können eine unsichtbare Gestalt, einen Spektralgeist aussenden, um unentdeckt eine andere Person zu quälen. Werden Betty Paris und Abigail Williams von unsichtbaren Mächten heimgesucht? Wenn die jungen Mädchen verhext sind, wer hat sie dann verhext? Die Jagd beginnt. Januar 1692. In Salem Village braut sich Unheil zusammen. Die Tochter und Nichte des Pastors verhalten sich auffällig. Der Dorfarzt stellt die Diagnose, die Mädchen seien verhext. Doch von wem? Ein Nachbar schlägt ein altes Volksrezept vor, um die Hexe aufzuspüren. Tituba, die Haussklavin der Paris, folgt den Instruktionen des Nachbarn. Später gestand Paris, indianische Dienerin, ein, dass sie ohne Wissen ihres Herrn etwas vom Urin der heimgesuchten Personen genommen, ihn mit Mehl vermischt, zu einem Kuchen gebacken hatte, um so die Hexe ausfindig zu machen.
Dieser Hexenkuchen wird dann an einen Hund verfüttert, der dann den Weg zu der oder dem Schuldigen zeigen wird. Das hat nichts mit puritanischer Theologie zu tun. Das stammt direkt aus dem Volksglauben, jene Dinge, die die Puritaner unterdrücken wollten. Reverend Paris ist außer sich vor Wut. Ein Mitglied unserer Gemeinde hat sich an den Teufel um Hilfe gegen den Teufel gewandt. Auf diese Weise, scheint es, wurde der Teufel in unserer Mitte geweckt und seine Zerstörungswut ist heftig und schrecklich. Reverend Paris verordnet Gebete und Fasten, um die Hexenmacht zu bannen. Nichtsdestotrotz hält das seltsame Verhalten der Mädchen an. Mehr als 3 Jahrhunderte später fällt es schwer zu glauben, dass die Anfälle der Kinder von unsichtbaren Hexen verursacht wurden. Doch wenn sie nicht verhext waren, was ging dann vor sich? Über die ersten Anfälle in Salem Village weiß man lediglich, dass sie den Anfällen der Goodwin-Kinder ähneln, so wie andere Kinder in England und Amerika, die in strenggläubigen Familien aufwuchsen. In der abendländischen Gesellschaft des 17. Jahrhunderts waren Kinder weniger Gegenstand der Zuneigung, sondern Arbeitskräfte, junge Sünder, die man zu gutem Benehmen disziplinieren musste. Sobald wir geboren sind, weichen wir vom rechten Wege ab. Ungehorsame Kinder sind die Kinder Satans. Und zu Satan sollen sie gehen, in das ewig lodernde Feuer, das den Teufel und seinen Engeln bereitet ist. Das könnten Kinder gewesen sein, die sehr tief betroffen von der Sorge um ihr Seelenheil waren. Es scheint kein übliches, aber auch kein ungewöhnliches Verhaltensmuster zu sein. Diese Erklärung wird nicht von allen geteilt. Einige vermuten, dass die Anfälle der Mädchen durch Gift ausgelöst wurden. Eine Theorie besagt, dass die angebliche Vergiftung in Salem auf verseuchtem Roggen beruht, der eine halluzinogene Wirkung hatte und allerlei körperliche Beschwerden hervorrief. Mutterkorn ist eine Pilzart, die auf Roggen wächst. Es ist bekannt, dass Menschen, die mit diesem Pilz verunreinigtes Brot essen, nervliche Fehlfunktionen erleiden. Das Opfer windet und krümmt sich vor Schmerz. In manchen Fällen wird dies von Halluzinationen begleitet. Die Theorie einer Mutterkornvergiftung wird aber nicht nur von Wissenschaftlern zurückgewiesen. Einige der Opfer hätten daran sterben müssen. Und dass sie in einem Moment, zumindest dem physischen Anschein nach, völlig normal und ohne Symptome sind und im nächsten Augenblick Anfälle haben, passt nicht zu der konvulsiven Form der Mutterkornvergiftung. Die Heimgesuchten in Salem haben ihre Anfälle immer gemeinsam. Zu günstigen Zeitpunkten, wie etwa bei Besuch. Und so vermuten viele, dass die Mädchen alles nur vortäuschen. Wenn das zutrifft, dann spielen sie ein gefährliches Spiel. Man könnte die Mädchen selbst wegen Hexerei anklagen und hängen. Es hätte nicht viel gefehlt und man hätte die Mädchen selbst der Hexerei beschuldigt, wenn sie nicht auf die Frage hin, wer sie heimsuche, begonnen hätten, Namen aus dem Dorf zu nennen. Man hätte sie selbst verdächtigen können. Von Reverend Paris gedrängt, die Hexe zu benennen, wählen Betty Paris und Abigail Williams einen naheliegenden Sündenbock. Tituba. Die Aufzeichnungen sprechen bei ihr und ihrem Ehemann von Indianern. Sie ist Sklavin und hat dunkle Haut, dunkel wie die der Feinde der Puritaner, die Stämme der Abenaki.
Im Laufe der Ausdehnung der Puritanerkolonie nach Norden drängen die Engländer auf das Gebiet der Abenaki vor. In Nordamerika fanden sie natürlich Ureinwohner vor und sie hielten diese Menschen für Teufelsanbeter. Auch waren sie davon überzeugt, dass die amerikanischen Ureinwohner kein wirkliches Recht auf ihr Land hatten, weil sie es nicht kultivierten. Und dass man deshalb das Land einfach an sich reißen durfte. In den Augen der Ureinwohner sind die Puritaner illegale Eindringlinge. Als eine Gruppe von Abenaki in die Ortschaft kommt, um mit ihnen zu handeln, nimmt man sie gefangen und verkauft sie als Sklaven. Es waren hauptsächlich Frauen und Kinder. Und selbstverständlich erzürnte dies den Stamm der Abenaki. Sie waren aufgebracht wegen des Verrats, der zur Gefangennahme ihrer Leute geführt hatte. Ab 1675 kam es zwischen den Stämmen der Abenaki und den Engländern zu einer Reihe von Kriegen. 16 Jahre vor der Hexenjagd von Salem, an der nördlichen Grenze der Kolonie. Gute Nacht, Mercy. Das kleine Mädchen, Mercy Lewis, wird in den Hexenprozessen von Salem eine zentrale Rolle spielen. Im Alter von 3 Jahren lebt sie noch in dem Städtchen Falmouth in der Provinz Maine. Der Überfall der Abenaki geht schnell und brutal vor sich. 23 Frauen und Kinder werden umgebracht oder gefangen genommen. 11 Männer sterben. Unter den Opfern befinden sich viele von Mercy Lewis' Familienmitgliedern. ...15 Jahre nach dem Überfall lebt die 18-jährige Mercy Lewis als Dienstmagd in Salem Village. Einige in unserem Haus kämpften um ihr Leben. Einer von ihnen wollte fliehen und wurde angeschossen. Er flehte sie um sein Leben an. Sie schlugen ihm auf den Schädel und schlitzten ihm den Bauch auf. Zehn Jahre des Waffenstillstands mit den Stämmen der Abenaki nähern sich dem Ende. Die Nachrichten sind bedrückend. Das Städtchen York in der Provinz von Massachusetts Bay ist zerstört. 50 Einwohner sind tot. 100 werden von den Abenaki gefangen genommen. In Salem Village war es im Januar 1692 bitterkalt. Und aus York kam die Nachricht von einem Indianerüberfall ganz in der Nähe. Die Leute müssen schreckliche Angst gehabt haben. Kurz nachdem sie die Neuigkeit von dem Indianerangriff erreicht, bekommt Mercy Lewis Anfälle, ähnlich denen von Betty Paris und Abigail Williams. Und es kommen weitere Opfer hinzu. Mercy Lewis arbeitet bei der Familie Putnam. Ann Putnam Jr., 12 Jahre alt. Anns Mutter, 30. Und Anns Cousine, Mary Walcott, 17. Alle verhalten sich auffällig, als seien sie verhext worden. Die Seuche breitet sich im Dorf aus. Salem Village war eine sehr kleine Gemeinschaft und alle Befallenen kannten einander gut. Es waren kleine Mädchen, Teenager und Leute Mitte 20. Einige verheiratete Frauen wurden ebenfalls heimgesucht. Als man sie fragt, wer sie verhexe, beschuldigen die Neubefallenen ebenfalls Tituba, die dunkelhäutige Sklavin des Pastors. Da die Aussagen der jüngeren Mädchen vor Gericht nicht als Beweise gelten, haben diese neuen Anschuldigungen durch erwachsene Zeugen entscheidende Bedeutung. Hexe, ich werde den Teufel aus dir herausprügeln. Nun kann das Gesetz gegen Tituba vorgehen. Eine schreckliche Maschinerie wird in Gang gesetzt. Sie wird 20 Menschen das Leben kosten.
März, Salem Village. 7 Mädchen und Frauen sind inzwischen von furchteinflößenden Anfällen besessen. Sie behaupten, verhext zu sein und dass Tituba, die eingeborene Haussklavin von Reverend Paris, die Schuldige sei. Es wird Anklage erhoben. Aus wilden Anschuldigungen wird nun eine juristische Prozedur, welche sich in einem ähnlichen Gebäude wie diesem abgespielt hat. Anfang März des Jahres 1692 waren die Felder gefroren, niemand befand sich draußen zur Arbeit und der Saal muss aus allen Nähten geplatzt sein. Zwei Richter aus dem nahegelegenen Salem Town, John Hathorne und Jonathan Corwin, kommen nach Salem Village. Sie sollen herausfinden, ob ein Verfahren gerechtfertigt ist. Die Ankläger werden gebeten, auf die Hexe zu zeigen, die sie quält. Die weiteren Geschehnisse werden für die Nachwelt in offiziellen Mitschriften festgehalten. Tituba, mit welchem bösen Geist habt ihr Vertrautheit? Mit keinem. Warum quält ihr diese armen Kinder? Was haben sie euch angetan? Sie tun mir kein Leid. Ich tue ihnen nicht weh. Warum habt ihr es getan? Ich habe nichts getan. Das ist das Werk des Teufels. Hat der Teufel euch gesagt, dass er sie quält? Nein, er sagt mir nichts. Hathorne war ein erfahrener Richter und er hatte bereits viele beschuldigte Menschen verhört. Seine Absicht war es, ihr ein Geständnis zu entlocken. Ein Geständnis war entscheidend. Um bei einem Kapitalverbrechen eine Verurteilung zu erreichen, benötigte man damals 2 Zeugen des tatsächlichen Geschehens. Der einfachste Weg zu einer Verurteilung war ein Geständnis. Mit wem also sprecht ihr? Mit dem Teufel. Wie erscheint er, wenn er sie quält? Welche Gestalt hat er, wenn er sie verletzt? Wie verhält er sich? Sie ist eine Sklavin. Sie wurde schon oft geschlagen. Und es mochte ihr klar gewesen sein, dass es sie noch schlimmer erwischen könnte. Und so tischt sie eben diese Geschichten auf. Gestern, als ich mich im Schuppen befand, sah ich etwas einem Mann ähnlich, der mir befahl, ihm zu dienen. Und ich sagte, nein, dergleichen würde ich nicht tun. Der Teufel, sie muss eine Hexe sein. In welchem Gewand erscheint er euch? In schwarzem Gewand, manchmal. Er ist ein großer Mann, mit schwarzem Haar, glaube ich. In welch anderer Gestalt erscheint er euch? Manchmal wie ein Eber. Manchmal wie ein großer schwarzer Hund. Ein schwarzer Hund? Was? Titubas Schreckensbilder scheinen die heimgesuchten Mädchen in Bann zu schlagen. Manchmal wie ein Eber, manchmal wie ein großer schwarzer Hund. Ich habe einen gelben Vogel gesehen, der am Finger einer Hexe gesaugt hat. Ich habe einen gelben Vogel gesehen, der am Finger einer Hexe gesaugt hat. Ein gelber Vogel? Finger einer Hexe? Dass die Haussklavin des Pfarrers gesteht, dass sie eine Hexe sei, muss unfassbar gewesen sein. Aus juristischer Sicht wirklich signifikant ist, dass Tituba ein Geständnis abgelegt hat. Das ist das Wichtigste. Sie haben ihr Geständnis und damit gilt der Hexenzauber als Tatsache. Tituba liefert mehr als nur ein Geständnis. Sie nennt die Namen weiterer Hexen. Wen habt ihr noch gesehen?
Vier Frauen quälen manchmal die Kinder. Was hat sie gesagt? Wer? Goody Osborne. Und Sarah Good. Und jemand, die ich nicht kannte. Und ein großer Mann. Eine bemerkenswerte Aussage Titubas war, dass sie das Buch des Teufels gesehen habe und dass darin auch andere Unterschriften waren. Somit wusste die Gemeinde, dass sie nach weiteren Hexen suchen musste. Dies ist nur eine Untersuchung, kein Prozess. Die Richter Hathorn und Corwin verfügen nicht über die juristische Autorität, Urteile zu fällen und Strafen zu verhängen. Dennoch sind sie in der Lage, Verdächtige in Gewahrsam zu nehmen. Tituba wird ins Gefängnis gebracht, gemeinsam mit zwei anderen Beschuldigten. Sarah Good, eine misslaunige Bettlerin, und Sarah Osborne, eine Frau von angeblich fragwürdiger Moral. Beide bestreiten vehement, Hexen zu sein. Tituba hat aber von insgesamt 9 Hexen und Hexern gesprochen. Was bedeutet, dass 7 weitere frei im Dorf herumlaufen. Die Hexenjagd beginnt. Martha Corey, circa 60 Jahre alt, ist ein respektiertes Gemeindemitglied, das mit einem wohlhabenden, wenngleich streitsüchtigen und ungebildeten Farmer verheiratet ist, Giles Corey. Die ersten 3 angeklagten Frauen waren jede auf ihre Weise Außenseiterinnen in dem Dorf, was typisch war für Anklagen wegen Hexerei. Martha Corey war ein respektiertes Mitglied der Kirche von Salem Village. Wenn Martha Corey eine Hexe sein konnte, dann galt das für jedermann. Ann Putnam Jr. und Mercy Lewis behaupten, dass Martha Corys Spektralgeist sie quäle. Goody Corys Spektralgeist! Er spukt herum! Ihr seid in den Händen der Obrigkeit. Warum quält ihr diese Personen? Tue ich nicht. Wer tut es? Gestattet mir, mich zum Beten zurückzuziehen. Ich wünsche zu beten. Ihr seid nicht hier, um zu beten. Wir wollen alle Übeltäter in Schrecken versetzen. Warum quält ihr jene? Ich bin unschuldig. Ich hatte nie etwas mit Hexerei zu tun. Ich bin eine Frau der Heiligen Schrift. Seht, wie man sich über euch beklagt. Herr, öffne die Augen der Richter und Pfarrer. Zeige deine Macht, die Schuldigen zu finden. Wer quält diese Kinder? Ich weiß es nicht. Bei seinen Verhören stützt sich Hathorn auf sogenannte Spektralbeweise. Eine Zeugin behauptet, sie habe den Spektralgeist einer Hexe bizarre Dinge tun sehen. Wenn man im Buch des Teufels unterschrieb, gab man ihm Erlaubnis, die eigene Gestalt anzunehmen und andere zu quälen. Dieses unsichtbare Phantom nannten sie Spektralgeist. Seht, ein Mann flüstert ihr ins Ohr. Was hat er gesagt? Wir dürfen nicht glauben, was diese verwirrten Kinder sagen. Was hat der Mann geflüstert? Da war niemand. Ihr habt nichts gehört? Nein. Wenn ihr Gottes Gnade erwartet, müsst ihr sie auf Gottes Weise suchen, durch ein Geständnis. Seht ihr nicht, wie jene Heimgesuchten euch belasten? Hört auf eure Lippe zu beißen! Was tut ihr diesen Mädchen an? Da ist kein Leid. Ich kann meine Hände nicht öffnen. Hör auf, Goody Corey! Ein gelber Vogel saugt an ihrem Finger. Warum lasst ihr diesen Vogel an eurem Finger saugen? Warum quält ihr diese Kinder? Oder wer tut es? Es geschieht ohne mein Zutun. Ihr wollt mich hängen. Was kann ich dagegen ausrichten? Je mehr sie sich wehrt, desto tiefer verstrickt sie sich. Es gibt keinen Ausweg aus dem Wahnsinn.
Da die Mächte der Finsternis sich gegen uns verschworen, herrscht eine finstere Zeit. Wahrlich, eine schwarze Nacht, nun da die Höllenhunde unter uns weilen. Mussten denn die Teufel selbst aus ihrem Heim gesandt werden, um uns umzutreiben? Salem Village, April 1692. Panik liegt in der Luft. Alles Außergewöhnliche wird als Zeichen der Hexerei ausgelegt. Wilde Fantasiegeschichten gelten als Beweise vor Gericht. Und jeder ist möglicherweise eine Hexe. Die Dämme brachen im April und Mai. Es wurden immer mehr Leute beschuldigt. Nicht nur aus Salem Village, sondern auch aus Salem Town und den umliegenden Ortschaften. Und man konnte spüren, wie daraus plötzlich eine Massenpanik wurde. Ende April gibt es weitere 6 als Hexenangeklagte, womit sich nunmehr 10 in Haft befinden. Das Gefängnis von Salem war eigentlich nur dazu gedacht, um auf einen Prozess zu warten und nicht geeignet, um darin Leute monatelang einzusperren. Das hölzerne Gefängnisgebäude ist ein Eisschrank im Winter und ein Backofen im Sommer. Die sanitären Einrichtungen bestanden aus einem Eimer in einer Ecke der Zelle. Und wenn der bei so vielen Leuten nicht regelmäßig geleert wurde, es müssen schlimme Bedingungen geherrscht haben. Wenn eine Person als Hexe beschuldigt wird, verdächtigt man oft auch ihre Familie. Eine der frühen Beschuldigten, Sarah Good, wird zusammen mit ihrer 4-jährigen Tochter Dorcas eingesperrt. Nach 8 Monaten unter schlimmsten Bedingungen verliert das Mädchen den Verstand. Jeder der Hexerei Angeklagte gilt als schuldig bis zum Beweis der Unschuld. Noch wurde niemand verurteilt, doch ihre Leben sind bereits ruiniert. Jemanden der Hexerei zu beschuldigen hieß, Macht über das Leben und den Ruf eines Menschen im Dorf zu erlangen. Während ihrer Gefangenschaft werden die angeblichen Hexen verhört. Man zieht sie aus, damit man nach verräterischen Hautmerkmalen, sogenannten Hexenmalen, suchen kann. Man nahm an, dass der Teufel mit seinen Hexen durch tierische Schutzgeister kommunizierte. Das konnten Mäuse oder Vögel sein, die an einer Stelle am Körper der Hexe saugten und dabei ein Hexenmal hinterließen. Zu allem Überfluss stellt man den vermeintlichen Hexen die Kosten des Gefängnisaufenthalts in Rechnung. Wenn man etwas essen oder trinken wollte, musste man bezahlen. Und wenn man neues Stroh wollte, auf dem man schlafen musste, kostete auch das extra. Mit der Hexenjagd lässt sich gutes Geld verdienen. Und ein Großteil dieses Geldes landet bei Sheriff George Corwin, dem Neffen eines der Richter. Sheriff Corwin ist mit dem Richter Corwin verwandt und auch mit einigen anderen Leuten des Gerichts. Das hat alles einen etwas korrupten Anschein. Es kann nicht sein, dass die Obrigkeit nicht mitbekam, was für ein Spiel Sheriff Corwin trieb. Das ist unglaubwürdig. Der Sheriff konfisziert das Eigentum vieler Beschuldigter. Sobald diese Leute verhaftet werden, macht sich Corwin auf und nimmt ihr Hab und Gut in Besitz, wozu es keinerlei juristische Grundlage gab. Corwin riss sich unter den Nagel, was er nur konnte. Möglicherweise befeuern die Corwins die Hexenjagd, um sich selbst zu bereichern. Andere dagegen nutzen Hexenanklagen, um alte Rechnungen zu begleichen. In Salem Village herrscht kein Mangel an erbitterten langjährigen Streitigkeiten. Die Bewohner Neuenglands im 17. Jahrhundert waren versessen darauf, einander vor Gericht zu zerren. Dafür gibt es eine historische Erklärung. Die Volkskultur Englands war ziemlich gewalttätig. Die Leute schlugen einander und prügelten sich. Es herrschte viel körperliche Gewalt.
Zu jenen Dingen, welche die Puritaner in ihrer Vorbildgemeinschaft auszurotten versuchten, gehört diese physische Gewalt. Und so ermunterten sie die Leute, sich zu verklagen, statt sich zu schlagen. In Salem Village taucht ein Name in sehr vielen Prozessen als Ankläger auf. Putnam. Thomas Putnam Jr., 40 Jahre alt. Er und seine Frau Anne sind fromme Kirchgänger und glühende Anhänger des Pfarrers Samuel Parris. Samuel Parris hatte in Salem Village mächtige Gegner, aber auch wichtige Verbündete. Zu den Unterstützern zählte ein großer Clan, der die Politik in Salem Village viele Jahre beherrschte. Die Putnams. Thomas und die meisten der anderen Putnams befürworten die Idee einer eigenen Kirche in Salem Village. Etliche andere würden lieber bis zur Kirche in Salem Town marschieren, anstatt für eine eigene doppelt so viele Steuern zu zahlen. Seit Jahren spaltet dieser Streitpunkt Salem Village in zwei Lager. Es gibt eine eindeutige Kontinuität zwischen dem Linienverlauf der alten Grabenkämpfe und dem Muster des Ausbruchs von Hexereianklagen 1692. Thomas Putnam und die Frauen in seiner Familie, seine Tochter, Ehefrau, Nichte und die Dienstmagd Mercy Lewis stecken hinter 181 Beschuldigungen wegen Hexerei. Thomas' Bruder Edward Putnam ist an 13 Fällen beteiligt und der Schwager Jonathan Walcott an 7 weiteren Anklagen. Leute, die dem Putnam-Clan geschadet haben, werden der Hexerei bezichtigt. Wie George Burroughs. Reverend George Burroughs, 42. Ein Harvard-Absolvent, geistreich, dreimal verheiratet. Er war 10 Jahre vor Samuel Parris Pastor von Salem Village, von 1680 bis 1683. George Burroughs Zeit als Dorfpastor war von Zwistigkeiten geprägt. Die Dorfbewohner fingen an, sein Gehalt einzubehalten. Ihre übliche Taktik, wenn sie sich mit ihren Pastoren zerstritten. Und das bedeutete, dass Burroughs seine eigenen Schulden nicht bezahlen konnte. Burroughs hat von einem Putnam Geld geliehen. Als er dies nicht zurückzahlen kann, wird Burroughs verhaftet. Vor Gericht argumentiert er erfolgreich, dass er seine Schulden nicht abbezahlen kann, solange das Dorf ihm sein Gehalt nicht auszahlt. Obgleich die Schulden schließlich beglichen werden, vergessen die Putnams nie ihre Demütigung vor Gericht. Zum Zeitpunkt der Hexenjagd 1692 arbeitet Burroughs als Prediger in den abgelegenen Außenposten im späteren US-Bundesstaat Maine. Er hat die brutalen Indianerüberfälle überlebt, denen viele von Mercy Lewis' Verwandten zum Opfer gefallen sind. Doch die rachsüchtigen Putnams aus Salem Village werden ihm zum Verhängnis. Am 20. April 1692 sagt Anne Putnam Jr., dass der unsichtbare Spektralgeist von George Burroughs sie heimsucht. Sie erklärte, Burroughs habe nicht nur gestanden, der Anführer der Hexen zu sein und seine ersten beiden Ehefrauen umgebracht zu haben, er habe auch Frau und Kind seines Vorgängers ermordet. Und noch viel schlimmer, er hatte die Soldaten verhext, die gegen die Indianer kämpften. Fünf Monate sind vergangen seit den ersten Anfällen in Salem Village. Jetzt, im Mai 1692, wird die Jagd auf die dafür verantwortlichen Hexen eine Krise für die gesamte Massachusetts Bay Kolonie auslösen. Habt ihr eure Kinder getauft? George Burroughs wird extra nach Salem Village gebracht. Bei einer ersten Befragung legt Reverend Burroughs eine trotzige, gleichgültige Haltung gegenüber den religiösen Ritualen an den Tag. Wann war Ihr letztes Abendmahl? Das ist so lange her, ich weiß es nicht. Wann war Ihre letzte Sabbatversammlung?
Ich war in Boston bei einer Versammlung am Sabbat und in Charlestown. Bei beiden wurde das Sakrament gereicht. Ich nahm an keinem davon teil. Wie man sagt, spukt es in eurem Haus in Casco Bay und es ist voller Kröten. Spuken tut es nicht. Aber im Sommer gibt es Kröten. Fragen wir ihn, ob er getauft ist. Er fordert uns heraus. Die Verhaftung George Burroughs erregt in der gesamten Massachusetts Bay Kolonie Aufsehen. Cotton Mather und andere Kleriker sind besonders besorgt. Der abtrünnige Pastor George Burroughs ist ihnen bereits bekannt. Er ist von der puritanischen Kirche nie formal geweiht worden. Um ein geweihter Pfarrer zu werden, brauchte man eine offiziell organisierte Gemeinde von Leuten, die sich als Kirchenmitglieder einschrieben. Burroughs hatte es nie erfolgreich zu einer solchen Gemeinde gebracht. Für Mather verkörpert Burroughs alles Übel einer Kolonie, die sich immer mehr von ihrer ursprünglichen religiösen Bestimmung entfernt. Viele der Siedler in Falmouth, Maine, lebten selbst gleich den Heiden, ohne jeglichen festen Gottesdienst. Das Gesetz gibt den Richtern das Recht, Burroughs zu verhören, jedoch nicht, ihn zu verurteilen oder zu hängen. Die örtlichen Gefängnisse sind mittlerweile überfüllt mit angeblichen Hexen, die auf ihren Prozess warten. Am 27. Mai befiehlt der Gouverneur einem Sondergericht, in Salem Town zusammenzutreten. Männer des Bezirks bilden die Geschworenen und es gibt ein Richtergremium. Keiner der Richter hatte eine spezielle juristische Ausbildung. Sie waren Kaufleute und Anführer der Kolonie. Der vorsitzende Richter, William Stoughton, ist Vizegouverneur der Kolonie. Er ist als strenger und dogmatischer Puritaner bekannt. Von heutigen Gerichten unterschied dieses sich dadurch, dass der Angeklagte kein Recht auf einen Anwalt hatte. Es gab im englischen Recht des 17. Jahrhunderts keine Verteidiger. Die der Hexerei Beschuldigten müssen sich selbst verteidigen. Keine leichte Aufgabe, wenn Spektralbeweise zugelassen sind. Den ersten Fall, den das offizielle Gericht anhört, ist der von Bridget Bishop. 12 Jahre zuvor war sie bereits schon einmal der Hexerei angeklagt und wurde freigesprochen. Diesmal wird offenbar nach anderen Regeln geurteilt. Einer der Zeugen gegen Bridget Bishop war ein 32-jähriger Mann namens John Lauder, der behauptete, dass Bridget Bishop sich vor einigen Jahren nachts in sein Zimmer geschlichen habe. Mitten in tiefster Nacht fühlte ich ein großes Gewicht auf meiner Brust. Ich sah im hellen Mondschein deutlich besagte Bridget Bishop oder ihre Gestalt auf meinem Bauch sitzen. Das war nicht die tatsächliche Bridget Bishop, sondern ihr Spektralgeist. Es war Satan, der die Gestalt von Bridget Bishop angenommen hatte. Und meinen Händen fehlte die Kraft, mich zu widersetzen. Ihr Spektralgeist. Bridget Bishops Ankläger befinden sich nicht nur im Zeugenstand. Seht, Nadeln in meiner Hand. Leute, die behaupten, Bridget Bishop würde sie quälen, stören den Prozess. Sie beeinflussen und beherrschen das Gerichtsverfahren. Ein Verteidiger würde den Prozess sofort abbrechen lassen und verlangen, dass die Mädchen des Saals verwiesen werden, da ihre Anwesenheit einen unvoreingenommenen Richterspruch unmöglich macht. »1692 gibt es keinen Verteidiger, der Einspruch erheben könnte. Diese Heimsuchungen sind als Beweise nötig, um die Hexe verurteilen zu können. Entweder stach ihr jemand eine Nadel hinein oder sie tat es selbst. Ich wüsste keine Alternative. Ich vermute Betrug.« »So, I suspect fraud here.«
Die Nadel ist ein Täuschungsversuch. Aber das heißt nicht, dass man den ganzen Rest als bewussten Betrug abtun muss. In der Psychiatrie gilt es nicht wirklich als Betrug, wenn jemand ohne Absicht etwas Falsches tut. Heutige Psychologen wissen, dass es Fälle von unbeabsichtigter Täuschung gibt. Bizarres und unehrliches Verhalten, das sich jeder Kontrolle entzieht. Damals betrachtete man das als Hexerei. Heutzutage nennt man das eine psychogene Massenstörung. Eine andere Bezeichnung für das gleiche Verhalten. Von einer Welle der Massenhypochondrie erfasst, beginnen die Heimgesuchten von Salem ihre Symptome gegenseitig nachzuahmen. Diese Mädchen ließen sich mitreißen. Es gab unter ihnen eine Art Wetteifer. Jede wollte im Rampenlicht stehen. Euer Urteil? Wir befinden die Angeklagte für schuldig. Am 2. Juni 1692 verhängt Richter William Stoughton die erste Todesstrafe der Prozessserie. Für schuldig befunden der Vergehen und Hexereien, derer sie angeklagt war, wird folglich die Strafe des Todes gegen sie ausgesprochen, wie es das Gesetz verlangt. Ihre Majestäten William und Mary, König und Königin, befehlen euch, dass an diesem Freitag, welcher der 10. Tag des jetzigen Monats Juni ist, ihr die besagte Bridget Bishop vom Gefängnis ihrer Majestäten in Salem zum Richtplatz führt. Hier soll sie am Hals gehängt werden, bis sie tot ist. Am 10. Juni 1692 wird Bridget Bishop als erste Hexe gehängt. Hängt die Hexe! Die Person wurde von der Leiter gestoßen und baumelte frei. Das Genick wurde so nicht gebrochen. Stattdessen wurde man langsam erdrosselt. Angewidert von der Hinrichtung tritt einer der Richter aus Protest von seinem Amt zurück. Die Hexenprozesse werden ohne Unterbrechung fortgeführt. 19. Juli, Salem Village. 5 weitere Frauen werden hingerichtet. Rebecca Nurse und Sarah Good aus dem Dorf, sowie 3 weitere aus benachbarten Siedlungen. Sie werden gehängt, weil sie sich weigern zu gestehen und andere der Hexerei zu bezichtigen. Es offenbart sich eine seltsame Regel. Jene, die wie Tituba die Hexerei gestehen und weitere Namen nennen, entgehen einer Verurteilung. Sie waren auf weitere Geständnisse aus. Und es gab eine unausgesprochene Vereinbarung. Gestehe, und wir werden dich nicht hinrichten. Nicht alle sind bereit, auf diesen Handel einzugehen. Ehrwürdige Herren, ich führe vor euch den beschuldigten Hexer, Pastor George Burroughs. Im Fall von George Burroughs verfügen wir über eine ziemlich detaillierte Beschreibung, die Cotton Mather in Wonders of the Invisible World aufnimmt. Mehrere Personen wurden gehört und diese bezichtigten den Spektralgeist George Burroughs, an ihren Qualen Anteil zu haben. Viele reisen aus Boston an, um den Prozess in Salem Town zu verfolgen. In der vordersten Reihe sitzt die Putnam-Familie. Ihre Dienstmagd Mercy Louise sagt als erste Zeugin aus. Sie beschreibt eine Begegnung mit dem Spektralgeist George Burroughs. Er sagte mir, der Teufel sei sein Diener. Und er quälte mich aufs Grausamste, als wolle er mich auf der Streckbank in Stücke reißen.
Er drängte mich, in sein Buch zu schreiben. Oder er würde mich töten. Als Kind hatte Mercy Lewis einen Indianerüberfall miterlebt. Ein Angriff, dem viele ihrer engsten Verwandten zum Opfer gefallen sind. Später arbeitet sie als Bedienstete von Reverend Burroughs. Beschreibungen sagen, er habe dunkle Haut. Und manch einer fragt sich, wie er nicht nur einem, sondern mehreren Indianerüberfällen unversehrt entgangen ist. Abigail Williams nennt ihn den kleinen schwarzen Pastor. Schwarz wie ein Indianer. Einer der Kommentare, die Cotton Mather in seinem Bericht abgibt, ist, dass eine Reihe der Heimgesuchten den Teufel in Gestalt eines Indianers sehen. Der Krieg, den die Geister der unsichtbaren Welt gegen die Leute von Neuengland 1692 führten, mag einige seiner Ursprünge unter den Indianern haben, deren Sagamore-Häuptlinge bekanntlich mit Dämonen verkehren. George Burroughs, habt ihr etwas zu eurer Verteidigung vorzubringen? Der Gerichtssaal hat sich gegen Burroughs verschworen. George Burroughs war von 8 der eingestandenen Hexen bezichtigt, der führende Akteur gewesen zu sein. Und jemand, dem in Satans Königreich der Rang eines Königs in Aussicht gestellt ward. Wenn man den Status eines Pastors in der puritanischen Kultur bedenkt, dann muss es für die Leute damals schlicht ein ungeheuerlicher Gedanke gewesen sein, einen Pastor als Anführer einer dämonischen Verschwörung zu identifizieren. Cotton Mather war schockiert. Es war für ihn kaum zu fassen. Burroughs beteuert seine Unschuld. Er geht sogar noch einen Schritt weiter. Er wagt es anzuzweifeln, dass es böse Geister überhaupt gibt. Ich behaupte, dass es Hexen weder gibt noch gegeben hat, die, nachdem sie einen Vertrag mit dem Teufel geschlossen haben, einen Teufel aussenden können, um Menschen zu quälen. Burroughs offene Missachtung der puritanischen Theologie wirkt blasphemisch. Wir befinden den Angeklagten für schuldig. August 19. Der Tag von George Burroughs Hinrichtung. Cotton Mather nimmt die weite Anreise aus Boston auf sich, um Zeuge der Hinrichtung zu werden. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Die Schlinge um den Hals fängt Burroughs an, das Vaterunser zu rezitieren. Mather selbst hat geschrieben, dass dies für Hexen absolut unmöglich ist. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Amen. Welch Geistesgegenwart muss es gebraucht haben, buchstäblich im Angesicht des Todes das Vaterunser aufzusagen? Ich denke nicht, dass ich es unter diesen Umständen zusammenbringen könnte. Und die Aufzeichnungen berichten, dass die Menge nach vorne drängte, um diese Hinrichtung zu verhindern. Er sprach das Vaterunser! Nein, hört mich! Bedenkt, George Burroughs ist kein geweihter Pastor. Der Teufel hat schon oft die Gestalt eines Engels des Lichts angenommen. Cotton Mather, der aus Boston gekommen war, um das Ereignis mitzuerleben, beruhigte die Menge. Versicherte ihr, dass dieser Mann schuldig im Sinne der Anklage war und die Hinrichtung ein gerechter Akt. Nur so konnte die Prozedur fortgesetzt werden.
Man lässt Burroughs hängen, sodass er langsam erdrosselt wird. Cotton Mathers öffentliche Befürwortung der Hinrichtung Burroughs sollte tödliche Folgen haben. Sie läutet das blutigste Kapitel der Hexenjagd ein. Die September-Hinrichtungen. September 1692. Es wird das letzte und blutigste Kapitel der Hexenprozesse von Salem geschrieben. Am Ende des Monats werden 9 weitere Menschen hingerichtet sein. Durch Erhängen und Schlimmeres. Giles Corey, der Ehemann der angeblichen Hexe Martha Corey. Nun findet sich auch er unter den Angeklagten. Als ihm der Prozess gemacht wird, weigert er sich, das Drama mitzuspielen. Da dieses Gericht bisher ausnahmslos jeden Angeklagten für schuldig befunden hatte, hatte er beschlossen, lediglich auf unschuldig zu plädieren und dann nicht weiter zu kooperieren. Das war ein außergewöhnlicher Protest seinerseits. Giles Corey will an dem Irrsinn nicht teilhaben und fällt ihm doch zum Opfer. Sie versuchten ihn auf andere Weise zu einem Geständnis zu zwingen. Sie legten ihn auf die Erde und dann türmten sie auf seine Brust immer mehr Steine. Sie häuften Stein um Stein und warteten. Das Ganze dauerte 2 Tage. Als er gefragt wurde, wollt ihr nun aussagen, soll er gesagt haben, mehr Gewicht. Und schließlich starb er. Ein schreckliches Ende. Dennoch konnten sie ihn nie wegen Hexerei verurteilen. Giles Corys Ehefrau, Martha Corey, weigert sich ebenfalls, sich zur Hexerei zu bekennen. Sie wird 3 Tage später gehängt, am 22. September 1692. Zusammen mit 7 anderen, die sich weigern, ein Verbrechen zu gestehen, das sie nicht begangen haben, oder ihre Nachbarn zu bezichtigen, um sich selbst zu retten. Sie sind Märtyrer, Teil einer wachsenden Welle des Widerstands gegen die Hexenjagd. Es gab Leute, die schon die ganze Zeit über auf einen Zeitpunkt gewartet hatten, an dem sie offen einschreiten und glaubwürdig verlangen konnten, dass die Prozesse aufhören. Aber diese Leute mussten sich in Geduld üben. Denn hätten sie vorschnell gehandelt, hätten sie sich selbst der Gefahr einer Anklage und des Todes ausgesetzt. Mitte September war man dann wohl an dem Punkt angelangt, an dem ihnen klar wurde, jetzt oder nie. Als immer mehr Leute das Gericht in Frage stellten, wurde die Debatte insbesondere in Boston immer lauter. Der wohlhabende Bostoner Kaufmann Thomas Braddle gehört zu jenen, die inzwischen offen die Methoden der Richter kritisieren. In Hinblick auf jene, die selbst gestehen, Hexen zu sein, ich muss euch sagen, dass sie sich oft selbst widersprechen. Sogar die Richter haben sie bei klaren Lügen ertappt. Diese Richter geben dann den Geständigen Recht und sagen, der Teufel stehle ihnen die Erinnerung. Einige Geständige, die im Austausch für ihr eigenes Leben andere als Hexen benannt haben, bekommen Zweifel an ihrem Tun. Die 17-jährige geständige Hexe Margaret Jacobs. Ihre Anschuldigungen tragen dazu bei, dass Pastor George Burroughs und ihr eigener Großvater, der 72-jährige George Jacobs, gehängt werden. Am Tag nach der Hinrichtung ihres Großvaters diktiert Margaret Jacobs einen Brief an die Richter. Was ich gesagt habe gegen meinen Großvater und Mr. Burroughs war durchweg falsch. Es hieß, wenn ich nicht geständig sei, würde ich in den Kerker gesteckt und gehängt. Ein Geständnis solle mir das Leben retten. Sie fühlte sich dafür verantwortlich. Und sie wollte lieber sterben, als dass sie wie die anderen dieses falsche Spiel weiter mitmachte. Und Margaret Jacobs ist nicht die Einzige, die ihr Geständnis widerruft. Bald bleibt den Richtern keine Wahl. Sie beginnen selbst, jenen den Prozess zu machen, die zur Kooperation bereit sind. Mit dem wenig überraschenden Resultat, dass die Geständnisse ausbleiben.
Die wilden Anschuldigungen kommen abrupt zum Erliegen. Cotton Mathers eigener Vater, Reverend Increase Mather, verfasst einen bewegenden Appell an das Gericht. Das ganze Dokument zielt nur darauf ab, nachdrücklich vor den Gefahren unberechtigter Anschuldigungen zu warnen und findet seine Zusammenfassung in dem Satz: Es wäre besser, wenn 10 beschuldigte Hexen verschont blieben, als dass eine unschuldige Person sterben muss. Ende Oktober löste der Gouverneur das Gericht auf. Als die Prozesse in gewöhnlichen Gerichten wieder aufgenommen wurden, waren Spektralbeweise nicht mehr zulässig. Es wurden aber weitere Verfahren durchgeführt. Es waren immer noch eine Menge Leute im Gefängnis. Diese Leute konnte man nicht einfach freilassen. Man musste sie durch ein juristisches Verfahren schleusen. Und tatsächlich wurden 3 weitere verurteilt, die vom Gouverneur jedoch begnadigt wurden. Als Richter Stoughton, Vorsitzender der Hexenprozesse von Salem, hört, dass der Gouverneur die letzten 3 Hexen begnadigt hat, schäumt er vor Wut. Hierdurch erringt das Königreich Satans einen Sieg. Habe der Herr Gnade mit diesem Land. William Stoughton war tiefgläubig. Er glaubte an die Arbeit des Gerichts. Er glaubte an das, was er tat. Es vergehen weitere 3 Monate, bis die übrigen 49 der Hexerei-Angeklagten endlich freigelassen werden. 3 von ihnen sind bereits beim Warten auf die Freiheit im Gefängnis gestorben. Die Entlassung Margaret Jacobs verzögert sich, weil sie das Geld für ihren Gefängnisaufenthalt nicht aufbringen kann. Tituba verlässt 1 Jahr nach ihrer Verhaftung das Gefängnis. Sie kommt zu einem neuen Besitzer, denn Reverend Samuel Paris weigert sich, ihre Gefängniskosten zu zahlen. 1697. Einer der Richter, Samuel Sewell, bittet um die Vergebung der Öffentlichkeit und ihre Gebete, dass Gott verhindern möge, dass seine zurückliegenden Sünden das Land weiter schädigen. 1702. Das oberste Gericht der Massachusetts Bay Kolonie erklärt den Großteil der in den Hexenprozessen verwendeten Beweise für nichtig. 1706. Im Alter von 24 Jahren entschuldigt sich Ann Putnam Jr. förmlich bei ihrer Gemeinde und den Familien derjenigen, zu deren Hinrichtungen sie beigetragen hat. Ich habe nicht aus Zorn, Vorsatz oder Böswilligkeit gegenüber irgendeiner Person gehandelt. Was ich tat, geschah vielmehr unwissend, da Satan mich verwirrt hatte. 1711. Die Kolonie lässt erstmals den Familien der Angeklagten eine gewisse finanzielle Entschädigung zukommen. Nichtsdestotrotz erstattet Sheriff George Corwin den Besitz, den er illegal konfisziert hat, nie zurück. John Hathorn lebt bis zu seinem Tod am 10. Mai 1717 im Alter von 76 Jahren in Salem. Er verweigert jegliche Entschuldigung. Nach 1692 gab es keine Verfolgungen wegen Hexerei mehr. Die Leute hörten natürlich nicht über Nacht auf, an Hexen zu glauben. Doch das Justizsystem kümmerte sich um keine weiteren Anschuldigungen mehr, die den angeblichen Tatbestand der Hexerei angingen. Das Justizsystem war nicht mehr bereit, auf den Volksglauben von Leuten einzugehen, dass ihre Nachbarn Hexen seien. Der seelische Preis war zu hoch. Zu viele sind gestorben. Mehr als 3 Jahrhunderte später, im Haus eines der Opfer der Hexenjagd, diskutiert eine Gruppe von Historikern über die Bedeutung der Ereignisse. Es ereignet sich genau zu Beginn der wissenschaftlichen Revolution und der Aufklärung. Die Welt, in der die Leute umringt sind von unsichtbaren Geistern, befindet sich noch nicht im Zeitalter der Aufklärung. Richtig, trotzdem gibt es heute nach der Aufklärung jede Menge Menschen, die behaupten, UFOs gesehen zu haben. Der Fortschritt ist nicht so linear, wie es die Theorie besagt. Wir gehen davon aus, dass wir es heute besser wüssten. Das wären wir nur irgendwie dabei gewesen. Wir die Sache sofort gestoppt. Sie durchschaut hätten. Wir hätten gewusst, dass es keine Spektralgeister gibt. Und wir hätten ihnen gesagt, wie sie damit umzugehen haben. Und das hätte funktioniert. Und dennoch sind damals intelligente, wohlmeinende Menschen darauf hereingefallen. Es waren sehr furchteinflößende, schwer zu deutende Ereignisse, die nicht einfach so abzutun waren.
Cotton Mather bedauert, dass infolge der Hexenjagd möglicherweise Unschuldige ums Leben gekommen sind. Nur, wer ist daran schuld? Satan oder die Puritaner selbst? Haben wir nicht zwischen den Heimgesuchten auf der einen und den Beschuldigten auf der anderen Seite die Dinge zu solch einem Extrem der Leidenschaft geführt, dass der Teufel sich gesegnet vorgekommen sein muss, eine solch dienliche Heimat unter uns zu finden? Es mag sein, dass der Zorn, den wir aufeinander hatten, mehr als nur ein wenig Einfluss darauf hatte, den Teufel in unsere Mitte zu bringen. Manchmal konnten sie nichts essen, nicht schlafen oder sprechen, und man rief einen Arzt herbei, so wie es damals üblich war. Wenn der Doktor sich keinen Reim darauf machen konnte, was häufig der Fall war, diagnostizierte er einfach Hexerei. Die Menschen in Neuengland im 17. Jahrhundert sind von der Existenz von Hexerei überzeugt. Die unsichtbare Welt, voller heimtückischer Erscheinungen und böswilliger Hexen, ist für die meisten Puritaner eine Tatsache. Hexen waren gemeine Menschen, die Flüche aussprachen und Schaden anrichteten. Verweigerte man ihren Willen, konnten sie zum Beispiel das Vieh verfluchen. Und 2 Wochen später wäre die wertvollste Ferse tot. Das war damals ein weit verbreiteter Glaube. Es war zum Teil Bestand des damaligen Rechtssystems. Und nicht nur eine Sünde, sondern auch ein Verbrechen. Auf Hexerei steht die Todesstrafe. Wenige Jahre zuvor hat Cotton Mather ein Buch über Hexenzauber geschrieben, in dem er auch von den 4 Goodwin-Kindern berichtet, die laut Mather von unsichtbaren Hexen gequält wurden. Die Goodwin-Kinder beschuldigten eine Frau namens Goody Glover, sie verhext zu haben. Glover wurde vor Gericht gestellt. Sie sollte das Vaterunser aufsagen, behauptete aber nur von anderen erduldeten Dinge. Ihren Anfang nimmt die Geschichte 10 Monate zuvor. Und 30 Kilometer nördlich von Boston, in einer kleinen Farmersiedlung. Salem Village ist ein freudloser Ort. Seine wütenden Bewohner streiten über Grundbesitz, Geld und Religion. Weiter gibt es Unstimmigkeiten über das Gehalt des Pfarrers, der in der neuen Kirche predigt. Reverend Samuel Paris, 39. Ein gescheiterter Geschäftsmann ist erst seit kurzem Pfarrer. Es gibt jene, die über die Sünde lachen, die sich einen Spaß daraus machen. Doch der Heilige Geist sagt uns, dass sie Narren sind. Die Sünde ist das Ausgespiene Satans. Die Ausscheidung der Seele, das Schlimmste allen Übels, der Abschaum, der Überfluss des Übels. Paris hofft mit seinen wütenden Predigten, die Gemeinde zur Zahlung seines Gehalts treiben zu können. Er ahnt nicht, dass sein eigenes Heim den Auslöser einer Hexenjagd beherbergt. Januar 1692. Samuel Paris, Pastor der Kirche von Salem Village, hatte eine 9-jährige Tochter, Betty Paris, und eine etwa 11-jährige Nichte, Abigail Williams, welche bedauerlicherweise von Misslaunen unbekannter Art heimgesucht wurden. Gebissen und gezwickt von unsichtbaren Mächten krümmten sich ihre Arme, Hals und Rücken in diese und jene Richtung, wie es ihnen aus eigenem Willen unmöglich gewesen wäre. Sind Menschen auf brutale Weise getötet. Ende des 17. Jahrhunderts sind die schlimmsten der europäischen Hexenjagden vorüber. Die westliche Welt tritt in ein neues Zeitalter der Aufklärung und der Wissenschaft ein. Es ist eine Zeit großer Veränderungen. Und nicht jedermann ist darüber glücklich. Am wenigsten die Anhänger einer extrem konservativen religiösen Bewegung, des Puritanismus. Viele Puritaner siedeln ab 1630 in der Massachusetts Bay Colony.
Sie wollen eine Stadt auf einem Hügel errichten, geführt nach strengen religiösen Prinzipien. Der Puritanismus war eine religiöse Bewegung, die im England des frühen 17. Jahrhunderts aufgekommen war. Ihr Ziel war es, die englische Kirche von den letzten Überresten des Katholizismus zu bereinigen. Diese Reinigung verlangte eine äußerst strenge Auslegung der Bibel. Die Bibel, die für das Denken der Puritaner so zentral war, lässt im Hinblick auf Hexerei keine Zweifel. Zauberinnen sollst du nicht leben lassen. Hexen, so der Glaube, können eine unsichtbare Gestalt, einen Spektralgeist aussenden, um unentdeckt eine andere Person zu quälen. Werden Betty Paris und Abigail Williams von unsichtbaren Mächten heimgesucht? Wenn die jungen Mädchen verhext sind, wer hat sie dann verhext? Die Jagd beginnt. Gälisch zu sprechen. Cotton Mather schreibt in seinem Buch, dass sie unfähig war, es korrekt nachzusprechen, gleich wie oft man es ihr vorsagte. Für ihn war das ein Zeichen, dass sie eine Hexe war. Es wurde allgemein angenommen, dass keine Hexe das Vaterunser korrekt aufsagen konnte. Goody Glover wird am 16. November 1688 in Boston wegen Hexerei gehängt. Hexerei hat ihre Wurzeln im Volksglauben. Schon seit Urzeiten gibt es Menschen, die davon überzeugt sind, dass Zaubersprüche reichere Erträge bringen und Tiere fruchtbarer machen, Krankheiten bekämpfen, die Zukunft voraussagen oder Feinde bestrafen können. Es gibt einen alten heidnischen Gott, der halb Mensch, halb Ziegenbock ist. Unter Hinzufügung der Flügel eines gefallenen Engels schaffen sich die Frühchristen daraus ihr Bild von Satan. Dieser paarhufige Teufel benötigt Diener, die seine Werke verrichten. Deshalb bedient er sich der Hexen, zumeist Frauen, gelegentlich auch Männer, und verlangt ihre unsterbliche Seele im Gegenzug für gewisse sexuelle Freuden oder irdische Gefälligkeiten. Der Handel wird dann in seinem Buch festgehalten, in dem die Hexe mit Blut unterzeichnet. Ab dem späten 15. Jahrhundert beginnen die verschiedenen christlichen Glaubensgemeinschaften und einige Staaten Europas eine konzentrierte Kampagne, um alle Überbleibsel des Heidentums auszurotten. Im Laufe der folgenden 150 Jahre werden über 50.000... Neuengland, 1692. Ein feindlich anmutendes Land. Für die Puritaner war Nordamerika Territorium des Teufels. Der Teufel ist in unserer Mitte. Ein übernatürlicher Feind. In der Bibel steht, Zauberinnen sollst du nicht leben lassen. Ich habe gesehen, wie die Kreatur am Finger einer anderen Hexe saugte. Was? Jemanden der Hexerei zu beschuldigen hieß, Macht über diesen zu erlangen. Wird Salem von den Hexen Satans heimgesucht? Oder vom Wahn? Ein korruptes Gericht. Es hieß, ein Geständnis solle mir das Leben retten. Und ein gnadenloser Richter. Er war von der Rechtsprechung überzeugt. Ihr Urteil? Schuldig. Die wahre Geschichte der Hexenjagd von Salem. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Oktober 1692. Die Einwohner der Massachusetts Bay Kolonie sind überzeugt, sie seien Opfer einer Hexenverschwörung. Und so eröffnet man die Jagd zur Ausrottung der Mächte des Bösen. In der kleinen Stadt Salem werden Hexenprozesse abgehalten. 20 Menschen werden hingerichtet und viele weitere kommen ins Gefängnis. Der Teufel hat eine furchtbare Horde bösartiger Kreaturen geködert, auf dass sie ihm zu seinen höllischen Diensten seien. Der Gouverneur hat den 29-jährigen Cotton Mather gebeten, einen Bericht über die Krise zu verfassen. Gegenstand dieses Berichts von unserer Heimsuchung sollen die von Hexen gestandenen Dinge sein und die